Hallo, ich möchte in diesem Video zu HackCut 2015 die Überarbeitung des Anschlusses 211 zeigen. Das heißt, es handelt sich hier um diesen Anschlussprofil an Steg mit zwei Blechen plus Steife. Das heißt, dazu erstelle ich mir einfach mal zwei Träger. Einfach einmal so und einmal so. Und hier sieht man zum Beispiel 211 ist der alte Anschluss, dass man den Vergleich sieht. Das heißt, das ist hier die alte Oberfläche und die wurde jetzt auf die neue Oberfläche auch umgearbeitet. Das heißt, ich erstelle hier einmal den Anschluss. Man sieht hier sofort, wenn ich die Icons anklicke oder die Teile anklicke, dass er mir hier die Profile farblich markiert. Ich habe hier noch die Bearbeitungsebene aufgelegt, damit ich die Profile oder den Anschluss hier gleich so her drehen kann, damit man hier gleich mal eine grundsätzliche Neuerung von den neuen Anschlüssen sieht, dass ich hier sehe, wo rechts, links, oben und unten ist, weil das hängt natürlich immer davon ab, wie das Profil eingebaut ist. Und diese Darstellung rechts, links, oben, unten kann sich natürlich immer wieder ändern. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich auf Bohrungsraster gehe, ändert sich das natürlich je nachdem, wie die Profile eingebaut sind. Das heißt, wenn ich hier gehe, sehe ich sofort rechts, links, damit ich auch weiß, wo sind meine Werte drinnen. Das heißt, im Grunde genommen, das Bedienkonzept, das kennt man ja jetzt eh schon von den anderen Anschlüssen. Das heißt, ich kann hier natürlich sagen, okay, welches Blech möchte ich haben bei der Endplatte des Profiles? Wie möchte ich die definieren? Möchte ich jetzt den Überstand von oben, von unten? Möchte ich die Höhe zentriert haben oder die Überstände zum Profil? Das heißt, ich habe hier natürlich die verschiedensten Möglichkeiten und je nachdem, welche Möglichkeit ich auswähle, die Icons oder die Schaltflächen werden mir hier freigeschalten. Das gleiche gilt natürlich auch horizontal. Möchte ich Überstände links an, Überstände, also Breite plus Überstand links, Breite plus Überstand rechts oder Breite zentriert zum Profil. Das heißt, man hat verschiedenste Möglichkeiten oder Überstände. Ich sage hier in diesem Fall einfach mit Überstände 10 mm. Möchte ich hier einen Luftspalt zum Profil haben, möchte ich die Ecken runden. Im Grunde genommen, die Ecken runden, dieses Thema kommt natürlich immer mehr um in den Zeiten der Laserschneidmaschine. Das heißt, hier geht es hier, dass die Ecken abgerundet werden. Gehe natürlich weiter zum nächsten Profil. Soll es eingesetzt werden oder aufgesetzt, je nachdem. Natürlich springen die Icons sofort um. Im Grunde genommen auch, wenn ich dann die Profile ändere. Das heißt, wenn ich in weiterer Hinsicht auch andere Profilsysteme habe oder Profile, werden mir hier auch die Icons umgestellt. Kann natürlich hier sagen, wieder die Vielzahl von Möglichkeiten. Eine Höhe plus Überstand zum zweiten Profil, also Höhe, Überstand unten, zweiten Profil und oben. Soll die Höhe zentriert und am ersten Profil ausgegeben werden. Überstände zum ersten Profil, Überstände zum zweiten Profil. Also gibt es hier natürlich viele verschiedene Varianten. Ich sage im Grunde genommen, möchte ich jetzt Überstände oben, erstes Profil, unten, zweites Profil. Das heißt, ich kann hier sagen, wieder oben und unten 10 mm Luft sowie oder Überstand. Dann horizontal möchte ich auch wie Endplatte haben, sage ich jetzt im Grunde genommen, oder möchte ich Überstände haben, je nachdem. In diesem Fall sage ich wie Endplatte. Das heißt, die Werte werden mir ausgegraut, es wird mir immer vom vorigen die Werte genommen. Möchte ich einen Luftspalt haben, ich sage 1 mm und die Ecken möchte ich hier auch runden. Dann geht es weiter zu den Steifen. Das heißt, ich habe natürlich hier, möchte ich sie erzeugen, ja oder nein. Möchte ich eine Vollsteife haben oder eine Teilsteife? Das heißt, ich mache hier eine Vollsteife, habe natürlich hier die Werte. Wenn ich auf Auto gehe, kann ich natürlich hier auch die Werte auch eingeben. Ansonsten sage ich auch Auto und er misst mir die Werte ab. Habe natürlich den Luftspalt noch oder bei Teilsteife kann ich natürlich sagen, ob sie eine Phase haben soll oder nicht. Wenn ja, wie sollen die Werte ausgegeben werden? Soll die Ecken gerundet, sollen außen gerundet, also fürs Dichtschweißen innen gerundet, so wie es eigentlich, dass ich innen schweißen kann oder gefasst, je nachdem, was man braucht. Ich sage in diesem Fall innen gerundet und den Eckradius möchte ich natürlich auf Auto mal lassen. Geht dann natürlich weiter zur Verschraubung. Bei der Verschraubung ist natürlich die Möglichkeit wieder, dass ich mir jede Verschraubungskombination einstelle. Hier ist eine Verschraubung eingestellt nach ENC 90. Zum Beispiel, was hier natürlich wichtig ist, beim ersten Einbau kann ich sagen, die Verwendungsart mitgeben. Das heißt, hier wird mir dann die Verwendungsart mitgegeben. Soll die Verschraubung überhaupt eingebaut werden oder nicht? Soll sie umgedreht werden in weiterer Hinsicht? Geht dann weiter in den Bohrungsraster. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, möchte ich sagen, okay, ich möchte Abstände zum Plattenrand haben. So wie hier sieht man natürlich das sofort am Icon. Oder möchte einen inneren Abstand haben. Oder
am Abstand direkt vom Steg. Zum Beispiel, so, ich sage jetzt einfach einen Abstand vom Plattenrand. Ich möchte die Anzahl links, zum Beispiel eine Verschraubung, Anzahl rechts möchte ich zwei haben. Das heißt, ich kann hier natürlich verschiedene Varianten einstellen. Ich sage hier einfach mal, ich möchte hier zwei haben, zwei Abstände. Zum Beispiel Abstand links, Abstand rechts. Oder Anzahl links, Anzahl rechts. Dann habe ich hier natürlich auch noch die Werte. Also hier einfach mal das so, kann natürlich hier die Werte dann abstellen. Den Zwischenabstand, zum Beispiel horizontal, welchen möchte ich hier haben? Dann möchte ich jetzt vertikal, also vertikal, dieses Feld und dieses Feld gehört hier in diesem Fall zusammen. Das ist jetzt eigentlich vom Ausrichten nicht anders ausgegangen. Möchte ich, dass die Verschraubung zentriert ist oder vom ersten Profil oben ausgehend ist oder von der Endplatte unten, oben, erstes Profil Unterkante oder Endplatte unten. Das heißt, Sie haben natürlich hier auch verschiedenste Möglichkeiten. Ich sage in diesem Fall zentriert und bei der Anzahl, je nachdem, wie ich die nach oben gehe, kann ich die Werte hier auch dann ausgeben. Das heißt, ich sage in diesem Fall einfach, ich möchte hier 2 haben und in diesem Fall sage ich hier einfach mit 80 Abstand. Geht dann noch weiter, dass ich sage, ich möchte hier Galvanisierungslöcher haben, je nachdem, wo ich die haben möchte, werden mir die hier ein- oder ausgebaut. Man sieht es natürlich auch an den Icons sofort. Werden wir eingebaut, welche nicht, kann hier die Werte eingeben, geht dann weiter zu den Schweißnähten, welche Schweißnähte möchte ich haben. Natürlich sofort ändern sich auch je nach Hakensätzen die Icons, wo werden die Schweißnähte erzeugt, welche Schweißnaht möchte ich hier haben. Das gleiche gilt natürlich hier auch und bei den Steifen natürlich auch. So, jetzt im Grunde genommen sage ich einfach mal okay, damit das hier auch eingebaut wird. Habe hier dann diesen Anschluss hier definiert. Man sieht auch, dass hier auch die Schweißnähte überall definiert worden sind. Man sieht in weiterer Hinsicht auch hier, dass die Verwendungsarten vergeben worden sind. Und jetzt kann ich natürlich diese Sachen jederzeit ändern. Das heißt, ich komme wie gewohnt immer wieder rein, kann natürlich die Bohrungsraster und alles Mögliche ändern. Also ich sage zum Beispiel, ich möchte Galvanisierungslöcher vielleicht nicht haben und kann die wieder entfernen zum Beispiel. Oder was natürlich vorher alles nicht gegangen ist, dass ich sage zum Beispiel, okay, ich habe vielleicht ein anderes Profil, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt ein Stahlrohr haben, suche mir hier ein Stahlrohr aus. Zum Beispiel, jetzt ist natürlich noch nichts passiert, ich kann aber jederzeit sagen, okay, ich möchte in diesen Anschluss reingehen, sehe auch sofort bei den Icons, dass hier die Icons sich alle geändert haben. Das heißt, die Icons für ein Rohr, Schweißnähte, hat sich natürlich hier alles abgeändert und sobald ich den Anschluss ändern, sind natürlich jetzt noch die Werte vom Vorher, vom anderen drinnen, die werden jetzt hier noch nicht passen, ist mir auch klar, kann aber jederzeit das wieder ändern. Ich sage zum Beispiel, okay, ich möchte hier ein Profil 200, man sieht sofort, okay, wie viel das eingebaut, im Normalfall sagt man einfach hier, das soll einfach nur aktualisiert werden, dann werden auf diese Werte, diese Einstellungen auch abgeändert. Man muss natürlich hier schon aufpassen, weil diese Werte sind jetzt immer auf einen Iträger ausgerichtet. Das heißt, ich werde auch hier wieder einen Iträger reinhauen. Zum Beispiel. So. Was natürlich hier noch dazugekommen ist, was vorher nicht möglich war, die Lage wird um einiges erweitert. Das heißt, ich kann auch hier sagen, zum Beispiel 20 Grad, die Neigung wird mir natürlich auch alles sofort mitgeändert. Oder ich möchte hier in diese Richtung drehen, das heißt, ich sage hier, okay, vielleicht noch um 10 Grad zum Beispiel und sage hier einfach aktualisieren. Das heißt, die Lage ist natürlich um einiges vielseitiger geworden, egal welches Profil man hier hat oder nicht. Das heißt, auch wenn ich hier wieder sage, ich möchte hier ein Hohlprofil haben, muss man natürlich wieder aufpassen mit den Verschraubungen, ob die jetzt da zusammenpassen, aber ich sage jetzt, ich sehe das jetzt einmal als nebensächlich. Zum Beispiel sage hier einfach aktualisieren, sehe ich sofort die Einstellungen, was hier für diesen E-Träger für den E-Träger, den ich hier gemacht habe, sehe ich aber auch sofort, dass ich hier die Werte auch alles für ein Formrohr habe. Zum Beispiel. Natürlich hier, sagen wir, wieder zum Beispiel ein HR. Das heißt, diese Anschlüsse wurden um ein Vielfaches erweitert und man kann hier natürlich dafür sehr viel mehr machen mit diesen Anschlüssen. Und dieses Bedienkonzept wird eigentlich dann auf alle anderen Anschlüsse erweitert. Das heißt,
Hier werden diese Anschlüsse auch immer wieder auf diese Art und Weise umgerechnet oder umprogrammiert.